Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Heute Mitternacht, mehr wie 3 Jahre nach dem Brexit-Referendum, 3 britische Premierminister mehr spät, nur 3 Auflehnungen von der Austrittsaufkommens am britischen House of Commons und nur 3 Verlängerungen von der Austrittsprozedur für dich und hoffentlich für dich an der Geschichte von der Europäischen Union verlässt in europäischen Memberstaat. Die Gesamtkosten vom Brexit das sind bis jetzt rund 200 Milliarden Pfund, so gleich mehr hoch wie der Gesamtbeitrag vom Vereinigten Königreich an den EU-Budget von den 47 Jahren als Memberstaat. Das sind seit 1973 laut House of Commons rund 215 Milliarden Pfund. Es ist evident, dass der Brexit eine Tragödie ist, ein historischer Fehler und wahrscheinlich ein von den fatalsten geopolitischen Evenementen an der Geschichte von der EU. Eine Lose-Lose-Situation für jeden. Meine Gedanken gehen an all die Bürger von der EU und vom Vereinigten Königreich, die ihr Leben und auch ihre Zukunft auf beiden Seiten vom Ärmelkanal feiern und noch geplant tun. Allein zu Lützburg leben mehr als 2000 Briten. Hier Rechte müssen klar definiert gehen und auch stehen gemäßelt gehen. Für die jungen Generationen von Briten, die hier europäische Zukunft weggeholt haben, wenn es eine abstruse Imperiumsidee, die an der Form einfach heutzutage nicht mehr möglich ist. Wir müssen all denen, Arbeiter, Unternehmen, Hoffnung geben, die ihre Lebensinhalt auf den kanalübergreifenden Austausch abgebaut haben. Und wir müssen ihnen alle Logo eine Gewissheit und eine Sicherheit geben, wie die in Zukunft für sie wird weitergehen. Nur der Ratifizierung des Austrittsaufkommens durch das britische Innenhaus, durch den Ministerrat und dieses Woche auch durch das Europaparlament wird Großbritannien nur als Drittland erwäschen. An der sogenannten Transitionsphase bis zum 31. Dezember wird sich de facto an den nächsten 11 Monaten noch nichts für als Bürger und für als Betriebe ändern. Die EU-Recht gilt bis Ende des Jahres auch noch für Großbritannien, mit Briten verlieren aber nur mit Effet immédiat all ihre Repräsentationen an den europäischen Institutionen. Die Transitionsphase bedeutet aber auch, dass man nicht einen ganz engen Zeitraum von 8 Monaten hat, für eine ambitiöse und eine nie dogewirschte zukünftige Relation zu verhandeln. Eine Relation, die als dauerhaft ökonomisch und strategische Kooperation widerspiegelt. Eine Relation, die bestenfalls ohne Zwangstaxen, Quoten und ohne sozialen und ökologischen und auch fiskalen Dumping soll auskommen. Und auch eine Relation, die nie gleichgesetzt kann gehen mit einem Memberstatus von der Europäischen Union und damit auch vom Binnenmarkt. Wenn ihr aus dem Club rausgeht, heißt das auch, dass ihr all seine Privilegien verliert. Als Member von der neuen Koordinierungsgruppe vom Europäischen Parlament für als Relationen mit den Briten und als Reporter für das zukünftige Handelsaufkommen mit dem Vereinigten Königreich werde ich mich mit dem Verhandlungstisch sitzen und ich muss dafür sorgen, dass wir im Parlament die nötige Majorität für den neuen Handelsdeal vorne werden. Den Abend sagen wir also Bye bye Great Britain. Wir auch in Zukunft müssen wir als Relationen gut halten und wir sind das als Bürger und als Betriebe ganz klar schuldig. Großbritannien geht zwar aus der Union, mir bleibt aber auch weiterhin in Europa. Es tut mir merci für nur Lästern bei meiner Sendung den Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen und hoffentlich bis geschwind.